Das ist der wunderschöne Grand Canyon von Saudi-Arabien. Und natürlich gibt es mehr Bilder davon in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode über unsere Reise in den Orient. Das wird wohl das letzte Video aus Saudi-Arabien, bevor wir dann weiterfahren nach Jordanien. Ja, in diesem Video treiben wir uns im Nordwesten des Landes herum. Das soll wohl der schönste Teil von Saudi-Arabien sein. Und so fahren wir unter anderem zum Mushroom Rock, wir fahren zum Rainbow Rock. Wir entdecken das wunderschöne Wadi Diza und natürlich fahren wir hier auch zum Canyon. Ja, schön seid ihr wieder mit dabei. Auf geht's! Wie immer zuerst die Tour im Überblick. Wir starten in Al-Ula, fahren zuerst zum Rainbow Arch, gefolgt vom Mushroom Rock. Dann geht's ins wunderschöne Wadi Diza. Den Grand Canyon nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann geht's zurück zum Roten Meer. Wir fahren zum Städtchen Duba, bleiben dann noch am Roten Meer und fahren zuerst zum Flugzeugwrack, dann zum Schiffswrack, schon ganz nahe an der jordanischen Grenze. Diese Episode startet also kurz nach Al-Ula. Es geht wieder vorbei an wunderschönen Felsformationen. Alle Bilder zu Al-Ula findet ihr am Schluss vom letzten Video. 60 Kilometer später sind wir bereits auf der Sandpiste zu einer der schönsten Felsformationen, zum Rainbow Arch. Der Rainbow Arch kommt in Sichtweite und unsere Reisegefährten sind bereits dort. Der Rainbow Arch ist natürlich so ein schönes Fotomotiv. Da müssen wir erstmal die Drohne rausholen, fliegen dann unten durch, fliegen dann oben drüber und jeder darf mal sein Fahrzeug unter den Bogen stellen. Wir genießen es sehr, dass wir an diesem Tag den Felsen für uns alleine haben. Man muss nämlich wissen, der Felsen ist von der Schnellstraße aus nicht ausgeschildert. Man muss also schon wissen, wie man da hinkommt. Den Weg dorthin kennen aber offensichtlich noch mehrere, denn am nächsten Morgen werden wir von einer philippinischen Reisegruppe mit zwei Bussen überrascht und wir ergreifen die Flucht. Zurück auf der Schnellstraße fahren wir nochmals an den großen Felsen von Al-Ula vorbei, dann geht's weiter in nordwestliche Richtung. Im letzten Video waren wir ja bei dem schwarzen und weißen Vulkan und so staunen wir nicht schlecht, dass wir hier schon wieder in eine Lavalandschaft fahren und die weißen Kamele machen sich doch richtig gut vor der dunklen Lava. Hier sind wir bereits auf der Sandpiste zur nächsten schönen Felsformation. Wir wollen zum großen Pilzfelsen, zum Mushroom Rock und wir lassen schon mal präventiv den Reifendruck ab. Wie immer ist das Geheimnis, um gut durch den Sand zu kommen, ein abgesenkter Reifendruck. Wir reduzieren in der Regel von 6 Bar runter auf 2,5 Bar. Wenn dann noch mehr Sand dazukommt, schalten wir die Mittelsperre dazu. Das genügt dann für die meisten Fälle. Und wenn es ganz schwierig wird, gibt es ja noch die Hecksperre. So, wir stehen jetzt hier oben. Der Markus da unten im Weichsand. Er wollte eigentlich zu dem Baum fahren.
ja, jetzt steckt er fest. Jetzt gehen wir da mal hin und nehmen die Schippe mit. So, jetzt wird hier der Reifendruck abgelassen. Es wird geschaufelt und die Sandbleche werden gelegt. Und dann wird schon klappen. Und mit diesen drei Maßnahmen schafft es der Artego dann auch gut aus dem Sand. Nach ein paar weiteren 100 Metern nur erreichen wir unser Ziel, den Mushroom Rock. Am Abend kommen weitere Reisefreunde mit ihrem Vario dazu und wir haben das vermutlich wieder größte Mercedes-Vario-Treffen in Saudi-Arabien. Ein Pilzfelsen in der Nacht schaut übrigens so aus. Am nächsten Tag kommen wir nur 50 Kilometer weit, denn es ist sehr windig und es liegt sehr viel Sand und Staub in der Luft und so finden wir in einem nahegelegenen Park ein schönes Plätzchen neben Bäumen, die uns etwas Windschutz bieten. Immerhin bekommen wir noch Besuch von Kamelen und es gibt noch einen diesigen Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen hat sich das Wetter wieder beruhigt. Für uns geht's nun weiter und vor uns tut sich eine grandiose Berglandschaft auf. Hinter den Bergen befindet sich das Wadi Disa und da fahren wir jetzt hin. Hier fahren wir bereits durch die vorgelagerte Palmenoase vom Wadi Disa. Wir nähern uns also von der Südseite und plötzlich befinden wir uns zwischen riesigen Felswänden. So etwas Gigantisches haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir müssen lange zurückdenken an unsere Reisen durch die USA. Grand Canyon, Bryce Canyon oder eine Mischung aus beidem. Es ist einfach nur fantastisch, was wir hier sehen. Ja, wir haben leider keine Chance, hier ins Wadi Disa mit den Trucks reinzufahren. Da steht dann schon die Polizei. Leider nicht, aber hier bieten sich solche Fahrer an, solche offenen Jeeps. Und das machen wir jetzt halt. 60 Euro kostet uns übrigens eine Tour, die dauert ungefähr anderthalb Stunden. Wir haben, glaube ich, den ältesten Karren abbekommen, dafür aber auch den coolsten Fahrer. Und der bringt uns jetzt 8 Kilometer hinein in das Herz vom Wadi Disa. So, jetzt werfen wir hier mal einen Blick in das super Auto. Hier unser Fahrer, die Technik, ein alter Toyota. Das Ding läuft immer noch. Hier unser Hund. Oh, hier, guck mal, die Elektronik. Ja, 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 okay. Aber die Karre läuft noch. Weiter geht's durchs Wadi Disa. Immer wieder fahren wir durch solche Schilfpassagen. Die könnte man mit unseren Fahrzeugen noch knapp fahren, denn der Schilf ist recht weich und würde zur Seite weichen. Man könnte übrigens auch vom Norden her in das Wadi Disa einfahren. Wir wissen allerdings von Reisefreunden, denen die Einfahrt erst kürzlich von der Polizei verwehrt wurde. Wir wissen allerdings auch von anderen Reisenden, die kurz nach uns in das Wadi Disa eingefahren sind, vom Norden her, dass die problemlos reinfahren konnten. Es hängt also ein bisschen von der Tagesform der Polizisten ab. So, und jetzt schaut euch mal diese wunderschönen Felswände an. Wir sind ziemlich sicher, in absehbarer Zeit dürfte das Wadi Disa komplett für den Verkehr gesperrt werden, denn das ist einfach ein Juwel, das geschützt werden muss.
Und während diese Bilder oben steht und auf die Sonne wartet, schauen wir uns hier mal dieses coole Auto an. Diesen uralt Toyota. Guck mal hier, der Motor. Ja, läuft immer noch. Good car, good car. Es gibt dann noch einige schöne Höhlen, die wir anschauen, und dann geht die Fahrt wieder zurück zum Südeingang des Wadi Diza. Okay, wir haben es überlebt. Vielen Dank. Thanks and bye bye, huh? Bye bye. Bye bye. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz beim Südeingang verbracht, unter 24-Stunden-Beobachtung der Polizei. Und wir machen nochmals einen ausgedehnten Morgenspaziergang in das Wadi. Tja, wenn man mit dem Truck hier reinfahren dürfte, dann wäre das hier ein wunderschöner, schattiger Stellplatz. Wir packen nun zusammen und fahren in ein Seitental vom Wadi Diza. Ja, auf Dauer unter Polizeibeobachtung stehen ist dann doch ein bisschen nervend. Deshalb haben wir uns jetzt mal 10 Kilometer verlagert, haben jetzt aber den gleichen wunderschönen Blick auf die Berge rund um das Wadi Diza. Und jetzt gibt es noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Zusammen mit René und Sandra von Womo Adventure erleben wir eine sternenklare Nacht und am nächsten Tag geht es leider, leider raus aus dem Wadi Diza. Gute 160 Kilometer liegen heute vor uns. Wir wollen zum Grand Canyon. Richtig gehört, nicht zum Grand Canyon in den USA, sondern zum Grand Canyon von Saudi-Arabien. So, Frühstückspause bei einem Truckstop. Wir sind ja hier mitten im Ramadan und es ist echt schwierig, offene Geschäfte zu finden. Vieles ist eben geschlossen, die Leute schlafen lange während des Ramadans. Aber hier bei solchen Tankstellen kriegt man da doch was kleines Ding zum Kaufen, also verhungern werden wir nicht. Unterwegs treffen wir immer wieder Teilnehmer der Mantoco Reisegruppe, denn wir fahren im Großen und Ganzen die gleiche Route durch Saudi-Arabien. Ja, wir stehen jetzt hier beim Einstieg in die Piste zum Grand Canyon von Saudi-Arabien. Wir wissen noch nicht, ob es gut wäre, jetzt schon den Reifendruck abzusenken. Da hinten müssen wir hin. Ich glaube, wir probieren es erstmal ohne.
Los geht's, wir fahren auf einer rotsandigen Piste durch eine wunderschöne Wüstenlandschaft und es geht auch ohne reduzierten Reifendruck. Es gibt aber nicht nur Sandpisten, sondern auch solche Steinfelder. René hat seinen Reifendruck bereits reduziert. Er kann das recht bequem im Fahrerhaus tun. Er hat da so eine schöne Reifendruckregelanlage. Die anderen beiden Fahrzeuge haben das nicht. Das heißt, wir müssten gut eine Stunde investieren, um den Reifendruck abzusenken und wieder aufzupumpen. Da haben wir jetzt einfach keine Lust drauf und so hoppeln wir langsam über die Steine. Das ist ja also der Grand Canyon von Saudi-Arabien. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Grand Canyon in den USA, aber es ist schon ein eindrücklicher Canyon, der sich hier vor uns auftut. Da kommt der dritte Vario zum vermutlich größten Mercedes Vario 4x4 Treffen in Saudi-Arabien. Das ist unser Geburtstagskind. Sandra wird heute 43. Yay! So, ich mache hier noch eine kleine Wanderung in der Abendsonne. Das ist der Canyon. Es gibt hier ganz viele Abbruchkanten oder Abbruchspalten. Das habt ihr auch in den Drohnenvideos gesehen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das alles in den Canyon runterkracht. Ich stehe hier auch vor so einer Spalte. Jetzt hoffe ich mal, dass das alles noch hält, zumindest die nächsten zwei Tage. So schaut's aus. Und wenn ich jetzt diese Abbruchspalte hier so sehe, dann verläuft die genau in Richtung unserer Fahrzeuge. Das ist vielleicht auch nicht so clever. Ja, wir stehen jetzt hier beim Grand Canyon, kurz vor Tabuk. Hier werden wir über die Grenze fahren nach Jordanien. Das heißt, wir haben vom Grand Canyon aus zwei Möglichkeiten. Wir treiben uns hier noch in der Hisma-Wüste herum. Die soll sehr schön sein. Oder wir fahren zurück nach Duba ans Meer und fahren dann hier die küstennahe Straße hoch. Wir wissen, es gibt ein sehenswertes Flugzeugwrack hier ungefähr und ein sehr schönes Schiffswrack. Und da wir eben schon genug Wüste, Sand, Felsen gesehen haben, werden wir die Küstenstraße fahren. Es geht zurück auf der Sandpiste, dann auf die Schnellstraße und wir fahren von 1200 Meter Höhe runter ans Rote Meer.
Das ist also das kleine, charmante Hafenstädtchen Duba. Es ist extrem windig und wir müssen jetzt mal schauen, wo wir ein nettes, windgeschütztes Plätzchen für die Nacht finden. Ja, wir bleiben heute in Duba und das ist wieder mal ein Stellplatz der Kategorie nicht schön, aber praktisch. So ein Schiff gibt doch Windschutz. Saudi-Arabien hat sich ja erst in 2019 für den internationalen Tourismus geöffnet und so werden immer mehr historische Orte restauriert, so auch hier in Duba. Duba liegt auf der früheren Pilgerroute nach Mekka und war deshalb immer schon ein wichtiger Handels- und Militärposten. Übrigens kann man in einige nicht restaurierte Häuser wie das hier auch hineinschauen. Am späteren Nachmittag starten wir nochmals zu einem Spaziergang, denn wir wollen den Fischern bei einer ganz speziellen Fangmethode zuschauen. So, das ging jetzt echt schnell. Mal kurz das Netz ausgeworfen, dann schnell wieder zusammengezogen und schon ist das Netz voll von Fischen. Das Geheimnis, die Fischer wissen eben, wann es Flut und Ebbe. Wann schwimmen also die Fische in die Bucht und wann schwimmen sie wieder raus in das Meer? Die Burg von Duba, natürlich in der Nationalfarbe Grün. Das ist Duba by Night und wir haben jetzt Hunger. So, die Sonne ist untergegangen. Wir sind im Ramadan. Was heißt das? Wir gehen jetzt essen. Genau, und hier in Duba gibt es ein bekanntes Fischrestaurant. Da gehen wir jetzt hin. Das war übrigens ein Grund, jetzt auch mal aus der Wüste wieder rauszufahren. Also wir nehmen jetzt mal den rechten hier, diesen Papageienfisch. So, der gegrillte Papageienfisch ist da. So schaut das aus. Lecker, lecker. Mit einer Reisplatte, Salat und Tahini-Soße und noch einer Soße, die wir noch nicht kennen. Es gibt noch einen Nachschlag, ein Teller frisch gegrilltes Gampis. So, am nächsten Morgen hat sich der Wind beruhigt und hier auf dem Platz vor der Burg findet ein kleiner Tiermarkt statt. Über diese schöne Brücke sind wir zur anderen Seite des Hafens gelaufen, denn von hier aus gibt es einen sehr schönen Blick auf die Moschee mit dem Hafen im Hintergrund. Es gibt nicht nur den kleinen Tiermarkt, es gibt auch einen Obst- und Gemüsemarkt, aber Saudis findet man auf dem Markt kaum. Die meisten Menschen kommen aus dem Sudan, aus Indien, aus Bangladesch, aus Pakistan. Sie arbeiten hier in Saudi-Arabien für das gigantische NEOM-Projekt und kaum haben sie auf dem Markt ihren Bedarf gedeckt, werden sie in Bussen zu den Baubaracken zurücktransportiert. Für uns geht's nun weiter. Es geht durch abgezäunte Küstenregionen, durch endlose Baustellen. Das gehört schon alles zum NEOM-Bauprojekt. Wenn ihr nicht wisst, was NEOM ist, dann googelt doch mal NEOM in Saudi-Arabien oder NEOM The Line. Es ist einfach nur gigantisch, was hier geplant wird. 40 Kilometer von Duba entfernt sind wir auf der Piste. Wir wollen zur Duba Lagoon und wir starten mal die Drohne. Von hier aus kann man die Duba Lagoon schon gut sehen. Schöne Felsen, glasklares Wasser, das ist das Rote Meer. Es könnte so schön sein, aber wir befinden uns hier im verbotenen 500 Meter Bereich bei der Küste und es dauert nicht lange, da kommt die Küstenwache und schickt uns weg. Also umdrehen und wir nehmen eine andere Zufahrt zum Inneren der Lagune, also außerhalb des 500 Meter Bereiches.
Am Abend kommt dann nochmals die Küstenwache, sie bestätigt uns aber, dass wir hier für die Nacht stehen dürfen. Am nächsten Morgen hat sich der Wind wieder beruhigt. Wir können die Drohne hochschicken, um die traumhafte Lagune von oben nochmals anzuschauen. Übrigens, mitten in der Nacht, so gegen 3 Uhr am Morgen, kam dann nochmals die Küstenwache und wollte unsere Pässe sehen. Wir sind back on the road und fahren wieder durch endlose Baustellen, die alle im Zusammenhang mit dem NEOM-Projekt stehen. Wir fahren hier auf der küstennahen Schnellstraße, aber vom Meer sieht man eigentlich recht wenig. Unser Ziel ist ein ganz besonderes Flugzeugwrack aus den 30er Jahren und natürlich gibt's dazu eine Geschichte. Ein amerikanischer Geschäftsmann hatte das Flugzeug gekauft. 1960 wollte er mit seiner Familie eine Weltumrundung machen. Dafür hatte er das Flugzeug extra luxuriös ausbauen lassen. Er ist dann hier auf dem Strand in Saudi-Arabien gelandet. Was er nicht wusste, die Saudis hielten das Flugzeug für ein israelisches Überfallkommando und nahmen es dann unter Feuer. Über 300 Schüsse stecken in dem Flugzeug. Wie ein Wunder hat die amerikanische Familie überlebt. Sie wurde dann festgenommen und wenig später wieder freigelassen. Nun erwartet uns eine absolut traumhafte Küstenstrecke direkt am Meer. Auf diesen Bildern seht ihr sehr schön die vorgelagerten Korallenriffs. Beim Ort Magna finden wir ein schönes Plätzchen in einer Bucht, auch wenn es leider mal wieder sehr windig ist. Am Abend bekommen wir wieder Besuch von der Küstenwache. Sie lässt uns aber hier übernachten, obwohl wir klar in der 500-Meter-Zone sind. Der Ort Magna hat aber nicht nur die schöne Bucht zu bieten, sondern auch die 12 Quellen des Moses und die schauen wir uns jetzt an. So, und hier blubbern jetzt die 12 Quellen des Moses, nachgezählt haben wir aber nicht. Dann soll hier bei dem Quellgewässer noch eine Umkehr der Schwerkraft stattfinden, das heißt, das Wasser soll leicht nach oben fließen. Das konnten wir aber so nicht beobachten. Wir fahren hier übrigens durch das antike Siedlungsgebiet der Nabatäer. Und was war typisch für die Nabatäer? Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr das. Wir sind an der Straße nach Hackel und es gibt hier noch was anzugucken, nämlich Nabatäergräber. Vor über 2000 Jahren erstreckte sich das antike Siedlungsgebiet der Nabatäer zwischen Nordsyrien und Nordarabien. Die Hauptstadt der Nabatäer war Petra im heutigen Jordanien. Da fahren wir ja auch noch hin. Und einer der Außenposten war unter anderem Al-Ula. Das habt ihr im letzten Video gesehen. Entlang der Routen durch das riesige Nabatäerreich wurde natürlich auch gestorben und deshalb gibt es hier auch für zwischendurch solche Grabkammern. Die sehen sehr ähnlich aus wie die in Al-Ula oder die in Petra, sind aber etwas kleiner.
Nun geht es wieder ein Stück durch das Inland, denn die Küstenstraße ist leider nicht durchgängig befahrbar. Ja, und hier tanken wir noch etwas Wasser. Nun geht's wieder runter zum Golf von Aqaba. Wir erreichen dann bald den Grenzort Hakel. Dort geht's dann rüber nach Jordanien. Aber das hat noch etwas Zeit. Wir fahren zuerst wieder südlich entlang des Golfes zu einem weiteren wunderschönen Fotomotiv. Und das ist das Fotomotiv, das Schiff Georgios G, gesunken in 1978, als es auf das Korallenriff auffuhr. Es fing dann Feuer und ist dann gesunken. Heute kennt man es auch als die Titanic von Saudi-Arabien. Tja Leute, das Schiffswrack war das letzte Highlight unseres zweimonatigen Trips durch Saudi-Arabien. Wir hoffen natürlich, ihr habt alle 5 Videos von Saudi-Arabien gesehen. Wenn nicht, ihr findet sie alle in unserer Orient-Playliste. Ja, wir sind gestern nach Jordanien eingereist. Wir stehen ja bereits am Beach von Aqaba. Und wie die Einreise geklappt hat und wie überhaupt unsere Reise durch Jordanien weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao.